Im vergangenen Jahr wurde hier wegen des Regenwasserkanals die Straße aufgerissen, der für die neue Siedlung eben angelegt wurde. Heuer wird diese Straße besser saniert. Ja, und zwar wurde im vorigen Jahr der Regenwasserkanal für die Siedlung am Anger verlegt. Es musste natürlich die Straße aufgemacht werden und sie wurde provisorisch wiederhergestellt. Heuer wurde das Provisorium abgefräst und wird im Bereich von Martin-Wachter-Platz und Försterweg wird eine Verschleißschicht aufgebracht, damit wieder eine schöne Fahrbahn vorhanden ist. Im Bereich der Badgasse wurde ja auch das Wasser erneuert, die Wasserleitung erneuert mit den Hausanschlüssen und da wird gemeinsam mit dem Wasserwerk auch die gesamte Fahrbahnbreite wiederhergestellt. Es wurden Fräsarbeiten durchgeführt. Leider ist auf einigen Stellen der Asphalt eingebrochen. Der muss auch erneuert werden. Aber man ist da nicht vor Überraschungen sicher, wenn man da hineinschaut in alte Fahrbahnen. Diese neuen weiteren Sanierungsarbeiten erfolgen ordnungsgemäß nach 1,5 Jahren, da sich aufgrund der Tiefe der gegrabenen Künetten natürlich das Bodenmaterial noch setzt und auch der Asphalt unterliegt einer Nachverdichtung. Die Fahrbahnsanierungsarbeiten erfolgen im Rahmen der Kanalerrichtungsmaßnahmen und betreffen somit nicht den Straßenbau an sich. Die Arbeiten sollen noch mit Ende der Woche fertiggestellt sein.